Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es endlich soweit. Heute gibt es das erste In-and-Out-Video von mir. Wenn dich interessiert, welche Produkte im Oktober und November in meinen Haushalt hineingekommen sind und welche ihn verlassen haben, dann bleib dran, ich zeig's dir gleich. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Nachdem ich nun in den letzten Wochen gemeinsam mit dir meinen gesamten Hausstand gezählt habe und dabei ja nun endlich eine Endsumme erreicht habe, bin ich nun an dem Stand, auch In-and-Out-Listen zu führen. Falls du diese Videos, in denen ich den Hausstand zähle, verpasst hast, kein Problem, das erste verlinke ich dir gerne mal unter dem i. Schau mal rein, ich bin mit dir gemeinsam durch die ganzen Räume von unserem Haus gegangen, habe alle Schränke und Schubladen aufgemacht und alles gezählt, was wir so besitzen. Dabei ist eine unglaubliche Zahl rausgekommen, nämlich 5189. 5189 Gegenstände befinden sich bei uns im Haushalt. Das war also der Ist-Zustand, als ich mit meinem Zählen fertig war. Aber das ist natürlich eine variable Zahl. Denn natürlich verlassen auch weiterhin Gegenstände meinen Haushalt. Und selbstverständlich kommen auch noch wieder welche mit dazu. Und ich wollte ja unbedingt In-and-Out-Listen führen, also Listen schreiben, was dazu kommt, was mein Haushalt verlassen hat, um diese Zahl auch immer aktuell zu halten. Ich bin mit den In-and-Out-Listen bereits im Oktober angefangen, aber nur für die Räume, die dann schon gezählt waren. Denn dort hatte ich ja schon so eine Endzahl. Da war das dann natürlich sehr einfach. Deswegen ist der Oktober auch recht kurz, weil er natürlich noch nicht alle Räume umfasst. Im November haben wir dann schon wieder etwas mehr. Genug der Vorrede, ich denke, du bist neugierig, welche Gegenstände alle im Oktober zu meinem Haushalt dazugekommen sind. Ich sollte vielleicht vorher noch einmal kurz erklären, dass ich keine Verbrauchsprodukte zähle. Also wenn ich jetzt einzelne Boxen aufzähle, also Abo-Boxen, die bei mir eingetroffen sind und vielleicht nur zwei Produkte hier in der Liste auftauchen, heißt das nicht automatisch, dass alle übrigen Sachen weitergegangen sind. Denn Handcreme, Bodylotion, Shampoo, Foodprodukte und solche Sachen sind ja Verbrauchsdinge und die tauchen hier nicht auf. Hier tauchen wirklich nur die Sachen auf, die langfristig in unserem Haushalt bleiben. Ich hoffe, das macht es nochmal etwas verständlicher. Denn wir starten nämlich auch gleich mit der Barbara-Box. Von der durften nämlich drei Produkte bei mir bleiben. Ein Schmuckschälchen, ein Duft und ein Abschminktuch. Dann war auch im Oktober das XXL Wanderpaket bei mir. Und aus dem Paket durften 13 Produkte bei mir bleiben, die ich zähle. Habe ich ja gerade schon erklärt. Da waren dabei 3 Lidschatten, 2 Blush, ein Highlighter, eine Face-Palette, eine Mascara, 3 Lippenprodukte, ein Augenbrauenprodukt und ein Bronzer. Und auch schon im Oktober sind diese wunderbaren Winter-LAs gestartet. Da ist so einiges bei mir gelandet. Ich konnte einfach nicht anders. Und so auch hier, nämlich 4 Produkte. Eine Lidschattenpalette, ein Blush, ein Highlighter und ein Lippenstift. Das waren insgesamt 20 Produkte, die neu in meinem Haushalt im Oktober eingezogen sind. Und die Ausziehseite ist leider sehr dürftig, denn da haben wir nur ein Produkt. Eine Pflanze im Schlafzimmer, die wollte mein Mann noch retten und hat sie umgetopft und gekürzt und beschnitten und so. Aber sie ist einfach immer wieder auseinandergefallen und wir konnten sie nicht retten, deswegen mussten wir sie entsorgen. Also ein Minusprodukt. Also können wir sagen, 20 Gegenstände sind im Oktober eingezogen, einer durfte gehen, 19 können wir also dazu rechnen. Demnach entspricht also die Gesamtzahl von Gegenständen Ende Oktober 5208. Der November startet sie gleich mit einem kleinen Shopping-Ausflug mit meiner Freundin und sie hat mir ein vorweihnachtliches Geschenk mitgebracht und das war dieses Tablett hier, dieses Kerzentablett. Es ist so aus Gips gearbeitet und ich habe mich da mega drüber gefreut, so ganz schlicht und einfach und seitdem zählt es bei uns im Esszimmer unseren Schrank. Ich lieb's total, das ist also eingezogen. Und natürlich, Shopping-Trip heißt natürlich, ich habe noch weiter eingekauft. Bei Depot habe ich dieses Kerzentablett gefunden. Nach so etwas war ich schon sehr lange auf der Suche. Nach etwas, was das ganze Jahr auf dem Esszimmertisch stehen bleiben kann. Man immer wieder anders dekorieren kann mit Kerzen oder anderen Dingen. Was aber nicht typisch nach Advent aussieht. Weil immer alles, was 4 enthält, ist ja typisch Advent. Man kann hier diese kleinen Kerzenhalter, die sich magnetisch entfernen oder verschieben, wie man möchte. Super, musste auf jeden Fall mit.
Bei TK Maxx habe ich dann noch eine Face-Palette, ein Blush, ein Puder und eine Mascara gefunden. Ja, der Shopping-Trip hat sich also gelohnt. Aus der Trend Trader Box von November durfte dieser Lidschatten bei mir bleiben. Aus der Pink Box eine Mascara, eine Palette und ein Eyeliner. Dann kam die Goodie Box Crush auch im November bei mir an. Dort durfte ein Nagellack, eine Mascara, ein Monolidschatten und ein Pinsel bei mir bleiben. Überall gab es irgendwie Pinsel in den Boxen im November, sehr spannend. Nämlich auch die Lookfantastic Beauty Box hatte einen Pinsel, einen Primer und eine Palette, die mich überzeugt haben und die bei mir geblieben sind. Und auch die Glossy Box hatte einen Pinsel, einen Monolidschatten, einen Lippenstift und einen Lip Liner. Also sehr viele Pinsel sind bei meiner Sammlung dazugekommen. Dann habe ich bei DM bestellt. Ich plane nämlich so eine neue Videoreihe fürs nächste Jahr. Und da fehlen noch einige Dinge. Da gibt es auch noch ein paar weitere Bestellungen, die darunter fallen. Aber erstmal bei DM hat es gegeben. Ein Puder, ein Bronzer, ein Blush, eine Mascara, zwei Lidschatten, ein Highlighter und ein Lippenstift. Jo. Pink Panda hatte auch ein gutes Angebot. Ich glaube, man konnte Versandkosten sparen und es gab auch irgendwie Prozente, musste ich irgendwie auch zuschlagen. Da gab es eine Mascara, ein Highlighter, ein Augenbrauenprodukt und ein Puder. Genauso bei Kiku, allerdings habe ich da Make-up und Primer und sowas bestellt. Das sind ja alles Verbrauchsprodukte, deswegen tauchen sie hier nicht auf. Das Einzige, was hier auftaucht von Kiku, ist das Augenbrauenprodukt. Naja, und ich habe ja schon gesagt, die LAs im Winter waren einfach wunderschön. Und somit habe ich auch bei Rossmann eingekauft und ganze 5 Lidschattenpaletten geshoppt. Und es wird auch schon recht kalt im November, deswegen hat es für mich auch noch eine neue Winterjacke gegeben und einen Hoodie, so ein Oversize-Hoodie, also so mega gemütlich und warm, genau das Passende für diese Jahreszeit. Für meinen Mann gab es einen neuen Schlafanzug mit Star Wars und einen Weihnachtspulli, den er unbedingt haben wollte. Naja, und dann hat mich noch ein Päckchen von Nina erreicht. Ich habe Nina einen Adventskalender gestaltet für die Vorweihnachtszeit und sie wollte sich natürlich bei mir bedanken und ich habe mich mega gefreut, denn in ihrem Päckchen waren ein Duft, eine Mascara, 3 Lippenprodukte, ein Highlighter, ein Bronzer, ein Blush und eine Palette und ich habe mich so gefreut. Vielen Dank nochmal dafür. Und jetzt hätte ich es fast unterschlagen, denn ich habe es hier ganz am Rand stehen. Ich habe auch noch bei Banana Beauty eingekauft. Dort gab es auch eine super Rabattaktion. Ach, ich liebe die Marke einfach so sehr. Konnte nicht anders. Von Banana Beauty sind bei mir zu Hause eingezogen ein Highlighter, ein Blush, 2 Monolidschatten, ein Augenbrauenprodukt und 2 Lip Butter. Das macht die unfassbare Gesamtzahl von 60 aus. 60 neue Gegenstände sind im November bei uns eingezogen. Aber ich habe auch ein bisschen aussortiert, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Bei meinem Video, wo wir gemeinsam die Küche gezählt haben, habe ich ja schon gesagt, dass mir das zu viele Kochbücher und so sind. Deswegen durften da 8 Kochhefte und 2 Kochbücher gehen. Außerdem habe ich an dem Tag noch ein paar Socken aussortiert. Das war kaputt. Und 6 Schälchen, das sind so kleine Dip-Schälchen, entweder so für so Cracker zum Dippen oder für Sojasauce bei Sushi beizustellen, so etwas in der Art. Dann durften 12 CDs gehen. In meiner Jugend war es irgendwie in so Maxi-CDs zu kaufen, heute irgendwie rückblickend voll unlogisch, aber das war irgendwie so und ich brauche die wirklich nicht mehr. Wir haben nicht mal mehr einen CD-Player im Haus, also eigentlich bräuchte ich die ganzen CDs nicht mehr. Aber das wirst du kennen, wenn du aussortierst. Es fällt nicht ganz so leicht, sich immer so von allem zu verabschieden. Und erstmal sind es jetzt diese 12 CDs, die gehen durften. Dann hatte ich 3 Kalenderbücher im Haus verteilt, die man täglich so umschlagen konnte mit so passenden Sprüchen. Ich benutze die schon recht lange nicht mehr. Also ich habe die schon sehr lange und hab die eine Zeit lang auch sehr geliebt, aber irgendwie ist das nicht mehr so und dann dachte ich, dann dürfen die jetzt auch gehen und dürfen sich andere drüber freuen. 2 Brotdosen durften unseren Haushalt verlassen, sowie so ein Abtropfding für Trinkflaschen. Das war im Adventskalender 2021 von Waterdrop drin. Ich kann die Flasche auch einfach so hinstellen oder offen trocknen lassen. Hab das irgendwie nicht so ganz verstanden, was ich damit soll. Und dann habe ich bei uns im Esszimmer die Schubladen neu sortiert, weil ich ja beim Zählen gesehen habe, dass die ganz rechte ziemlich leer war.
Das, was ich gebrauchen konnte, ist dann in die Mitte gewandert und somit konnten aus der rechten Schublade 3 Ablagen gehen und 19 kleine Giebelchen. Die habe ich schon ewig, die sind von meiner Oma. Die hat damit immer so kleine Käsehäppchen gemacht und sowas. Das gibt es bei uns nicht, also ich habe die noch nie selber verwendet. Die durften jetzt wirklich gehen. Ja, und das sind insgesamt 58 Gegenstände, die den Haushalt verlassen haben. Also 60 sind reingekommen, 58 sind gegangen, also nur 2, die ich jetzt dazu rechnen muss. Somit sind wir Ende November bei der Zahl 5210. 5210 Gegenstände befinden sich zurzeit bei uns im Haushalt. Ja, und ich weiß genau, der Dezember wird gigantisch werden, weil wir ja so viele Adventskalender haben, auch so viele mit dekorativer Kosmetik und natürlich werde ich das behalten. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Sei das auch und schau dir das auf jeden Fall an. Aber in der nächsten Woche kommt nun erstmal wieder ein Flylady-Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann unterstütze mich doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Tschüss!